Hallihallo, hier ist Tobias Hieronymi mit der Rubrik, die den einprägsamen und knappen Titel trägt: Hieronymis heiterer Opernführer in den entbehrungsreichen Zeiten der pandemiebedingten Theaterabstinenz. Und es geht heute um eine Oper, die eigentlich recht selten gespielt wird, aber einen Gegenstand hat, der möglicherweise nicht nur für Opernfans von Interesse ist, nämlich von Ferruccio Busoni, Dr. Faust. Es irrt der Mensch, solang er dichtet, weshalb er manchmal drauf verzichtet. Die völlige Absenz der Musen lässt sich nicht eben leicht verknusen. So steht ein armer Dichterzwerg als Ochs vorm Berg vor einem Werk, vor dessen Größe es ihm graust. Die Rede ist von Dr. Faust. Der Schatten des Geheimrats Goethe bereitet selbst Busoni Nöte. Wie soll ein kleiner Hildesheimer Gelegenheits- und Knittelreimer an solchen Welt- und Menschheitsthemen sich ohne Tränen, Grämen, Schämen und ohne peinlichstes Versagen abquälen, arbeiten und plagen? Da steh ich nun, ich armer Tor, und heul euch larmoyant ins Ohr. Kein Wort, kein Versmaß möchte passen. Sollt ich es so in Reime fassen? Rund um die Uhr am Schreibtisch hockt da der legendär gelehrte Doktor. Zwar äußert sich der Musensohn gepflegt in Wort und Bariton, doch wird wohl jedem bald bewusst, dahinter steckt der blanke Frust. Weiht dieser doch sein ganzes Leben dem unbedingten Weisheitsstreben. Und stets merkt doch der arme Mann, dass man nichts weiß, noch wissen kann. Drum, statt als Gottesmann in Christo, paktiert er lieber mit Mephisto, der leicht mit höllischen Sentenzen und tenoralen Schallfrequenzen den klugen, doch labilen Mann zu einem Deal beschwatzen kann. Derselbige klingt nicht bescheiden. Faust winken, stetes Glück und Freuden, Vergnügungstrips gen West und Osten, nebst Übernahme aller Kosten, viel Geld und gut gedeckte Schecks, viel sorgenfreier, schneller Sex, Genie und Wissen, Macht und Ehr. Das klingt zunächst doch ziemlich fair. Und auch der Preis scheint recht und gut. Faust zahlt nur einen Tropfen Blut. Nur übersieht der arme Zausel die kleingedruckte Zusatzklausel, dass bis in alle Ewigkeit nach Abschluss seiner Lebenszeit der neunmal kluge Prachtschlawiner in Qualen lebt als Höllendiener. Das Publikum fragt leis: O Graus, wie kommt er da wohl wieder raus? Doch merk ich, nein, so kann's nicht gehen. Drum muss hier wohl die Einsicht stehen, die Zeilen sind, sei dies auch schad, dem Gegenstand inadäquat. Voll Schmerz füg ich mich in das Wissen, die Zeilen sind gar zu bescheiden und übe resigniert Verzicht. Kurz, heute gibt es kein Gedicht. So, meine Damen und Herren, bleiben Sie gesund und überwiegend guten Mutes. Wir sehen uns nach der Krise um 7:30 im TFN. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.